Kannst du dich noch an die Mutproben aus deiner Kinder- oder Jugendzeit erinnern? Zumindest wir als Jungs haben ständig Mutproben gemacht. Zum Beispiel von der Schaukel springen, wenn die ganz oben ist. Das war gar nicht so ohne. Einmal hat sich jemand dabei beide Arme gebrochen. Aber sowas gehört in meiner Kindheit einfach dazu. Was war die dümmste Mutprobe, die du je gemacht hast? Stellt euch mal vor, man würde 10.000 Euro in einen Kasten mit ziemlich aufgeregten Kobras und schwarzen Mambas legen. Würdet ihr den Mut haben, hineinzugreifen und die 10.000 Euro da rauszuholen? Das wäre echt eine dumme Mutprobe. Die 10.000 Euro, klar, die wären ein Traum, aber das würde ich definitiv nicht machen. Denn was nützen mir die 10.000 Euro, wenn mich eine Mamba beißt und ich nur noch 10 Minuten zu leben habe? Im Bibelabschnitt für die Predigt heute geht es auch um Schlangen und in gewisser Weise auch um eine ziemlich dumme Mutprobe. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber jetzt schauen wir erstmal in diesen Text. Es geht um das Volk Israel, das 40 Jahre durch die Wüste wandern musste. Und das war schon eine ziemlich anstrengende Zeit. Sie hatten zwar keinen Lockdown und auch keine Kontaktbeschränkungen, aber dafür die ständige Angst, dass das Wasser ausgehen könnte oder die Nahrung. Oder dass sie von irgendwelchen Feinden überfallen würden. Aber andererseits haben sie schon oft erlebt, dass Gott sie mit allem versorgte, mit Wasser und mit dem Manna. Das war so ein honigsüßer Brotersatz, der vom Himmel fiel. Und auch vor Feinden hatte Gott sie immer beschützt. Doch irgendwie haben sie sich das Leben als Volk Gottes anders vorgestellt. Und so wurden sie immer motziger und ungeduldiger. Ich lese mal aus 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig. Sie klagten Gott und Mose an: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen: Wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Gott macht uns hier vier ganz wesentliche Dinge klar. Das erste, unser Verhalten hat Konsequenzen. Das zweite, aufrichtige Umkehr hat aber auch Konsequenzen. Das dritte, Gottes Rettung ist anders als erhofft. Und das vierte habe ich mal überschrieben mit sola fide, allein der Glaube zählt. Mal zum ersten Punkt, der auch der längste ist. Unser Verhalten hat Konsequenzen. Wir lesen, unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Und dann schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Was war eigentlich so schlimm am Verhalten von Israel? Müsste Gott nicht ein bisschen mehr Verständnis für dieses gebeutelte Volk in der Wüste haben? Ich meine, wir können es vielleicht ein bisschen nachempfinden. Unsere paar Monate Lockdown, die sind ja schon unglaublich schlimm. Aber 40 Jahre durch die Wüste wandern. Ist es da nicht verständlich, dass sie ungeduldig werden und zu motzen beginnen? Und das Problem ist nicht ihre Ungeduld und auch nicht das Klagen des Volkes. Das Problem ist ihre Grundhaltung. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt?
Das heißt doch so viel wie, warum habt ihr uns aus der Sklaverei befreit? Warum müssen wir jetzt der Führung Gottes folgen? Und dazu dann der Zweifel. Habt ihr das etwa getan, damit wir hier in der Wüste sterben? Und obendrein dann noch die Verachtung der guten Gabe Gottes, dieses Manna. Wir können es nicht mehr sehen. Das Verhalten der Israeliten macht also klar, eigentlich wollten sie lieber nicht zu Gott gehören. Sie misstrauten seiner Führung und sie lehnten sich gegen Gott auf. Und dieses Verhalten, das hat jetzt Konsequenzen. Es entfesselt die Schlangen. Und so ist das Wesen von Sünde. Sünde hat schon immer die Schlange entfesselt, schon beim Sündenfall. Sobald der Mensch den Bereich der heilschaffenden Macht Gottes hinter sich lässt, gerät er in den todbringenden Machtbereich der Schlange. Hier steht zwar, dass Gott die Schlangen schickte, aber im Grunde haben die Israeliten die Schlangen selbst herbeigerufen, nämlich durch ihr Verhalten. Die Schlange, das ist ja in der Bibel das Symbol für den Teufel. Erinnern wir uns noch mal kurz an diese Sündenfallgeschichte mit Adam und Eva. Das Problem war ja nicht, dass die da irgendeine leckere Frucht gegessen haben. Das Problem war, dass sie anfingen, Gott zu misstrauen, seine Gebote in Frage stellten und sich dann entschieden, Gottes Führung abzuschütteln und selbst zu entscheiden, was für sie richtig ist. Und diesen Sündenfall, den wiederholen jetzt in unserer Geschichte die Israeliten. Sie lehnen sich gegen Gott auf. Und die Konsequenz ist, dass sie damit in diesen todbringenden Machtbereich des Satans gerieten, dass sie die Schlange, den Satan, entfesselten. Dass Gott die tödlichen Schlangen geschickt hat, das macht für die Israeliten lediglich erfahrbar, in was für eine Lage sie sich durch ihre Sünde gebracht haben. Das war die Geschichte von den Israeliten. Und wir? Sind wir besser als die Israeliten? Nein, ich glaube, auch wir wiederholen den Sündenfall heute noch immer wieder. Wo lehnen wir uns gegen Gott und gegen seinen Willen auf? Und ist uns das eigentlich bewusst, dass unser Verhalten alles andere als belanglos ist? Denken wir nochmal an diese dumme Mutprobe vom Anfang. Die, finde ich, macht sehr gut deutlich, was Sünde für uns als Kinder Gottes bedeutet. Sünde ist wirklich eine saublöde Mutprobe. Ich greife da nach etwas, obwohl ich im Grunde genau wissen kann, dass mich dabei die Schlange beißen wird. Aber diese 10.000 Euro in dem Kasten, die locken dermaßen, dass ich mir anfange, die Schlange selbst auszureden. Mal ein paar Beispiele, wo wir das machen, wo wir die Schlange einfach wegreden, damit wir nicht nach Gottes Willen leben müssen. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Lästerei oder loses Gerede, wie es in der Bibel auch genannt wird. Da reden wir uns ganz schnell aus, dass das überhaupt ein Problem ist. Wir sagen uns dann, ja, man kann ja nicht immer den Mund halten. Jemand muss ja auch mal aufstehen und was sagen. Und schon fangen wir an, schlecht über andere zu reden, zu lästern. Oder Unversöhnlichkeit. Wir reden uns dann ein, ja, ich bin aber im Recht. Der andere hat mich verletzt. Wenn Versöhnung, ja, dann muss er auf jeden Fall jetzt mal den ersten Schritt tun und zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Oder nehmen wir sexuelles Fehlverhalten. Wir reden uns da die Schlange aus, indem wir sagen, ja, die Zeit heute, die kann man nicht mit der Bibel vergleichen. Das muss man heute anders sehen. Die moralischen Standards, die haben sich einfach verändert. Oder nehmen wir das Thema Geiz. Da sagen wir uns, ja, mir hat auch niemand etwas geschenkt. Ich musste mir auch alles hart erarbeiten. An welcher Stelle bist du vielleicht in der Gefahr, dir die Schlange wegzureden? Also dir einzureden, dass das, was du tust, eigentlich nicht so schlimm ist, belanglos ist, keine Konsequenzen hat. Wo machst du diese dumme Mutprobe und greifst nach etwas, was Gottes Willen widerspricht?
Wo hältst du vielleicht aber auch an etwas fest, das du eigentlich loslassen solltest? Die Geschichte Israels zeigt uns hier ganz deutlich, unser Verhalten ist nicht belanglos. Wenn wir sündigen, entfesseln wir die Schlange, von der Gott uns durch Jesus ja eigentlich schon befreit hat. Jetzt darf man das aber nicht missverstehen, mir geht es hier nicht um Gesetzlichkeit. Wir müssen jetzt auch nicht auf Schritt und Tritt und in ständiger Angst vor der Strafe Gottes aufpassen, bloß keinen Fehler zu machen. Das ist nicht gemeint. Nein, wir sind zur Freiheit berufen. Und wer Gott als liebenden Vater erkannt hat, der fürchtet jetzt auch nicht ständig die Strafe. Aber genau deswegen, weil Gott uns als seine Kinder befreit hat, genau deshalb wäre es so dumm, wenn wir jetzt durch unser Verhalten der Schlange, also dem Teufel, wieder Macht über uns geben. Aber was, wenn es doch passiert ist? Da ist die gute Nachricht aus unserer Geschichte heute, so wie unser Verhalten Konsequenzen hat, genauso hat es auch Konsequenzen, wenn wir aufrichtig umkehren. Das ist der zweite Punkt. Aufrichtige Umkehr hat auch Konsequenzen. Ich lese noch mal ein paar Verse ab, Vers 6b. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Die Israeliten sahen also ihre Fehler ein und sie liefen zurück zu dem, von dem sie sich gerade eben abgewendet haben. Sie kommen zu Mose und dadurch kommen sie auch zu Gott. Sie bekennen ihre Schuld und sie bitten um Erbarmen. Ganz genauso wie der Psalm 25 aus der Lesung, Herr, gedenke deiner Barmherzigkeit. Und das bringt ihnen Rettung. Aber warum mussten erst so viele Israeliten sterben? Ist das Gottes Schuld? Musste sein Zorn sich erstmal austoben und hunderte Menschen umbringen, bevor er wieder versöhnlich gestimmt war? Nein. Die Israeliten haben sich durch ihre Schuld ja selbst in das Revier der Schlange begeben. Und selbst als dann die Schlange anfing, sie zu beißen, wollten sie immer noch auf ihrem Irrweg bleiben. Sie hätten ja auch gleich umkehren können, als der Erste gebissen wurde und noch gar nicht gestorben ist. Sie hätten ja sofort umkehren können. Ich bin sicher, dann wäre niemand durch die Schlangen gestorben. Denn der Ruf um Erbarmen, dieses Herr, erbarme dich, bleibt in der ganzen Bibel niemals ungehört und niemals unbeantwortet. Umkehr zum Vater hat immer Konsequenzen. Schon das zaghafteste Gestammel zerreißt Gott das Herz. Und er setzt dann alles in Bewegung, um uns wieder aus der todbringenden Macht der Schlange zu befreien. Jetzt in der Passionszeit erinnern wir uns daran, dass Jesus ja genau dafür in die Welt gekommen ist. Er hat an unserer Stelle all diese Schlangenbisse erlitten. Durch Jesus ist jetzt Umkehr möglich. Durch Jesus kann Gott uns aus jeder Lage retten, egal wie verfahren unsere Situation ist und egal wie tief wir uns vielleicht auch schon in unsere Schuld verstrickt haben. Kehre aufrichtig zu Jesus um, bekenne ihm deine Schuld und du wirst erleben, wie Umkehr, was das für Konsequenzen hat. Rufe, Herr, erbarme dich. Und du wirst seine Rettung und seine Befreiung erleben. Aber, und das ist mein dritter Punkt, Gott rettet anders als erhofft. Die Israeliten bitten ja, dass Gott die Schlangen wegnehmen soll. Aber das tut Gott nicht. Er rettet anders. Er gibt Mose den Auftrag, eine bronzene Schlange zu machen und sie an eine lange Stange aufzurichten. Und wer nun gebissen wird, soll auf dieses Zeichen von Gott schauen und dann wird er am Leben bleiben. Und Jesus sagt, dass diese Geschichte, damals in der Wüste mit Mose, dass diese Geschichte auf seinen Tod am Kreuz hinweist. In Johannes 3, Vers 14 lesen wir,
wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, also Jesus, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat. Aber warum nimmt Gott denn nicht die Schlangen weg? Die Schlangenbisse sollen wie Feuer gebrannt haben. Warum befreit Gott uns nicht von diesem unsäglichen Leid in der Welt? Es gibt so viel furchtbares Leid und Schmerz. Warum? Es gibt keine leichte Antwort auf diese Frage nach dem Leid. Aber eins finde ich ist klar. Es wäre eigentlich eine große Lüge, wenn Gott diese zerbrochene Welt, die sich von Gott abgewendet hat und die buchstäblich zum Teufel geht, wenn Gott diese zerbrochene Welt von allem Leid befreien würde. Das wäre eine große Lüge. Denn woran sollten die Menschen dann noch merken, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte? Würde Gott alles Leid wegnehmen, wäre er eigentlich wie ein Lehrer, der seinen Schülern immer die Note 1 gibt. Egal wie furchtbare Fehler sie auch machen. Um dann am Ende der Schulzeit zu sagen, leider durchgefallen. Wäre das ein liebender Gott? Muss Gott wirklich so tun, als ob alles in Ordnung wäre, um uns seine Liebe zu beweisen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist keine Liebe. Nein, Gott betreibt nicht nur Symptombekämpfung. Er nimmt nicht einfach nur schnell das Leid weg und tut so, als ob alles gut wäre. Nein, er packt unser Unheil an der Wurzel. Und dazu gebraucht er hier in der Geschichte das Leid. Mit Hilfe des Leides bekämpft Gott den Unglauben seines Volkes. Das ist eigentlich die Ursache, das ist die Wurzel, der Unglaube. Und der wird bekämpft durch das Leid. Und darum geht es jetzt auch im abschließenden vierten Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit dem Grundsatz der Reformation, sola fide, allein aus Glauben. Beinahe 3000 Jahre vor Martin Luther haben wir hier schon diesen Reformationssatz. Allein aus Glauben. Und was mit Glauben gemeint ist, das können die Israeliten nun bei jedem einzelnen Schlangenbiss verinnerlichen. Wurdest du schon mal von der Schlange gebissen? Oder warst vielleicht mal dabei, als jemand von der Schlange gebissen wurde? Ich war einmal dabei, als ein 2-jähriges Kind unserer Freunde laut schreiend auf der Stelle herumtrampelte, und eine sehr giftige Zebraschlange, das ist eine Kobraart, direkt bei seinen Füßen war. Und er trampelte schreiend auf der Stelle rum. Man musste davon ausgehen, dass die Schlange das Kind mit Sicherheit gebissen hat. Und das war beeindruckend, wie ruhig und besonnen dann unsere namibischen Freunde reagierten, während die Mutter nämlich das Kind untersuchte und nach der Bissstelle gesucht hat, holte der Vater schon so eine Vakuumpumpe, so eine Giftpumpe aus dem Auto. Das Erste, was man nämlich bei einem Schlangenbiss machen muss, ist die Bissstelle aufschneiden und das Gift raussaugen und gleichzeitig durch Abbinden verhindern, dass sich das Gift im ganzen Körper ausbreiten kann. Und als der Vater dann mit der Vakuumpumpe kam, gab es Entwarnung. Ein echtes Wunder ist passiert. Die Schlange hat das Kind nicht gebissen, obwohl das so herumtrampelte und wild da war. Aber die Israeliten, die wurden gebissen. Und anstatt jetzt alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um diesem Biss zu überleben, ja, also anstatt schnell die Vakuumpumpe zu holen oder die Bissstelle aufzuschneiden und das Gift auszusaugen, die Stelle abzubinden, stattdessen sollten sie einfach nichts tun. Und einfach nur auf so eine Bronzeschlange an einem Stab glotzen. Ist das nicht völliger Unsinn? Doch, das ist völliger Unsinn. Es wäre völliger Unsinn, wenn Gott es nicht ausdrücklich so geboten hätte. Und wenn er nicht sein Versprechen gegeben hätte, dass jeder, der genau das tut, am Leben bleibt. Gott sagt hier also im Grunde, vertraut mir, dann werdet ihr leben. Und genau das ist Glaube. Und das dürfen die Israeliten hier lernen. Vertraut mir, dann werdet ihr leben. Das ist Glaube.
Glaube ist eben nicht einfach nur ein Fürwahrhalten, dass es Gott gibt. Und es ist auch nicht die Gewohnheit, jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen, zu beten, emotionale christliche Lieder zu singen, oder eine Predigt anzuhören, die man vielleicht sogar noch irgendwie inspirierend findet. Nein, Glaube ist viel, viel existenzieller. Glaube ist genau das, was hier die Israeliten bei jedem Schlangenbiss verinnerlichen können und irgendwie auch müssen. Glaube ist, ich setze mein Vertrauen nicht mehr auf das, was in meiner eigenen Macht steht, sondern ich treffe die Entscheidung, mein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und seinen Zusagen mein Vertrauen zu schenken. Und weil ich verstanden habe, dass er allein mich aus Liebe retten will und auch kann und es tut, weil ich das verstanden habe, tue ich jetzt, was er sagt. Ich schaue auf diese bronzene Schlange. Oder neutestamentlich gesprochen, ich wende mich Jesus zu, der für mich am Kreuz gestorben ist. So werde ich aus diesem tödlichen Machtbereich der Schlange, des Teufels, gerettet. Zwar erleide ich in dieser Welt dann immer noch die Bisse der Schlange und die Schmerzen, die damit verbunden sind. Aber durch Jesus werde ich am Leben bleiben. Er hat uns gerettet und uns ewiges Leben gegeben. Und deshalb entscheidet euch doch für den Glauben und nicht für das Misstrauen. Lebt nach Gottes heilbringendem Willen, nach seinem Wort, nach seinen Geboten, nach seinen Verheißungen. Und seid nicht blind für die Schlange. Redet die Schlange doch nicht einfach weg. Und wenn ihr es doch getan habt und doch auf diese dumme Mutprobe, auf die Sünde eingegangen seid, dann hört damit auf. Hört damit auf, die Schuld schön zu reden oder sie selbst wieder gerade biegen zu wollen oder was auch immer. Lasst uns wie die Israeliten umkehren, nicht zu der Schlange und nicht zu Mose, sondern zum gekreuzigten Jesus kommen. Er rettet uns vor dem Gift der Schlange und er befreit uns aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Paulus fasst es in Galater 5, Vers 1 so zusammen und damit möchte ich auch die Predigt abschließen. In Galater 5, Vers 1 sagt Paulus, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder ein Sklavenjoch auferlegen. Amen.